Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Mirror Age Catalyst. Wir werden mal den Black November Leuten folgen. Die haben sich ja hier eine Geisel genommen und jetzt einen Aufzug eingerichtet, praktischerweise. Na, dann mal runter. Hau ruf da. Wie dreckig das gleich hier unten ist, ne? Na. Ah. Ich habe was aufblinken sehen. Raus. Und meiner. Hier haben wir noch einen Audiolog. Also, Gabe meinte, er hätte einen Spezialauftrag für uns, ja? Wir sollen den alten Tunnel nach Minen und sowas absuchen. Warte, warte. Hast du Gabriel Kruger gerade Gabe genannt? Klar. Wir beide duzen uns doch. Wir sind Kumpel. Kapiert? Und, weiß er das auch? Natürlich weiß er's. Ich nenne ihn Gabe. Er nennt mich George Gordon. Wie auch sonst. Halt's Maul. Ich versuche dem Neuen von unserem Auftrag zu erzählen. Oh, hallo, George Gordon. Du bist so groß und stark. Ich habe hier einen Spezialauftrag für dich. Halt deine Fresse, so klingt der überhaupt genau so nicht. So spricht er. Nein, so klingt er nicht. Er ist mehr dran Ach, komm. Als meine Imitation. Halte doch einfach beide die Klappe. Was? Gabe hat zu mir gesagt, eine lockere Frisur zeigt Schwäche. Oh, damit hat er recht. Eben deshalb schmier ich mir auch immer scheiß viel Hagel rein. Na los, lasst uns Yoga machen. Was? Was ist mit denen, Alter? Was war denn das jetzt bitte? So, dann sind wir schon mal hier. Geil. Ich bin total fasziniert von der Aufzeichnung gerade. Wie kommt man da jetzt hoch? Ach, hier durch vielleicht, ne? Nee. Hm. Nicht so leicht. Nicht so leicht. Überhaupt nicht leicht. Wie soll denn das klappen? Nach. Wie soll man da jetzt hochkommen, bitte? Von da vielleicht irgendwie? Nee, ne? Können wir uns da hoch? Face? Wo bin ich jetzt? Schon wieder getappt. Nein! Ich komme hier nicht mehr raus. Mach keinen Scheiß. Face. Oh Gott, so geht's. Okay. Soweit so gut. Soweit waren wir ja schon mal. Und jetzt? Ist echt schwierig. Ah! Jawohl. Oh Gott, was für eine Geburt. Okay, und weiter. Ach, hier sind wir jetzt, wo hier die Kisten davor standen, ne? Ist das doch. Alles klar, alles klar. Hey, hi Hannibal. So viele Runner wie im Moment hatten wir hier noch nie. Ja, das hat schon mal gesagt. So, Rebecca. Was ist denn los? Oh. Erstmal durch den Monitor rennen. Wir haben Runner gesucht.
Tja, in dir steckt also doch eine Kämpferin. Ich hatte schon Angst, du folgst dem Weg deiner Eltern. Versteh mich nicht falsch, sie hatten gute Absichten. Aber die Welt war noch nicht bereit dafür. Ist sie noch immer nicht. Ich will mit ihr reden. Das dachte ich mir schon. Sie ist ein wirklich guter Fang. Was soll das heißen? Guckst du keine Nachrichten? Das ist Isabel Kruger. Gabriel Krugers Tochter. Wollt ihr mich noch ein bisschen aushorchen? Sie hat 4 meiner Leute ins Krankenhaus befördert. Wir wissen, wer du bist. Dann schlage ich vor, ihr lasst mich frei. Vielleicht. Tot oder lebend, das hängt davon ab, was uns dein Vater im Gegenzug anbietet. Kruger schert sich doch einen Dreck um andere. Du warst bei Elysium? Du hast meine Freunde ermordet. Sie waren Zecken. Wie ihr alle. Und du bist ihr Werkzeug. Sie nutzen dich aus. Ich habe genug. Lassen wir sie weiterschmoren. Und wir zwei sprechen uns später. Nomad! Noch am Leben. Ich habe die Nachrichten gesehen. Haben Sie wirklich... Ja. Nomad! Verdammt. Hör zu, ich habe gerade gesehen, dass Sie ganz in der Nähe des Verstecks eine dieser Antennen aufgestellt haben. Ach, tatsächlich? Nun, die wird nicht mehr lange dort stehen. Alles klar, Nomad lebt noch. Wie cool ist das denn? Immerhin er. Ey, und Leute... Ich glaube immer noch, dass die wir da gerade haben, dass das Cat ist. Ich glaube, die war damals nicht tot. Und der Gabriel Krüger hat sie dann aufgezogen. Und sie ist aber unsere Schwester. Wetten wir? Ich glaube. Die sieht uns so ähnlich. Oh, ich bin gespannt, ey. Ist nur eine Vermutung. Na, dann wollen wir mal zu Nomad. Nomad! Ich weiß nicht, die Nachrichten sagen das. Ich werde ihn vermissen. Und es tut mir leid. Ich weiß, wie viel er dir bedeutet. Wir haben keine Beweise dafür. Nur die Nachrichten. Und im Spiel wie auch im Leben herrscht, glaubt nicht alles, was in den Nachrichten kommt. Faith? Plastik? Woher weißt du, dass ich hier bin? Plastik! Ich könnte es dir erklären, aber du würdest es nicht verstehen. Okay. Wie geht's Koma? Was ist da gerade passiert? Ich habe auf deinem Beat ein Metagrid-Zugangssystem geolokalisiert. Das heißt, du kannst mir helfen, meinen Zugang in diesem Gebiet zu erweitern. Das funktioniert genauso wie beim letzten Mal. Ach, kein Problem. Ich bring dich rein. Danke, Faith. Okay, was haben wir denn hier? Lauschangriff. Hilf Plastik dem Metagrid. Dann machen wir das mal. Cool. Der Ablauf ist derselbe wie immer. Viel Glück. Ah! Gut, den ersten hast du. Weiter so. Jo, bin dabei. Nein! Da oben ist noch einer. Nein! Da hinten sind ja auch noch welche. Scheiße. Hab ich gar nicht gesehen gehabt. Plastik, helf mir doch mal. Wie soll ich denn da oben rankommen? Nein. Das wird nix. Das wird nix, Leute. Ah. Nein. Erneut versuchen. 4 von 10 gerade mal. Wo waren jetzt hier? Cool. Der Ablauf ist derselbe wie immer. Viel Glück. Okay. Ich glaube, wir müssen hier so eine Runde laufen, ne? Dann können wir auf den da erstmal scheißen. Gut, den ersten hast du. Weiter so. Hoch da.
Weiter, weiter, weiter. Face, wo bist du denn jetzt? Scheiße. Oh, ist das schwer. Erneut versuchen. 7 von 10 gerade mal. Cool. Der Ablauf ist derselbe wie immer. Viel Glück. Danke. Gut, den ersten hast du. Weiter so. Wir müssen halt gucken, dass wir hier den optimalen Weg irgendwann immer heraus haben. Ich glaube, so war das schon mal gar nicht so schlecht, der Anfang. Ah, Face, 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 Face. Weiter. Nein, hoch, 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 hoch. So, wie kommen wir an den ran? Scheiße, wie soll man denn da hochkommen? Ich muss erstmal einen Weg finden, wie man da hochkommt. Von hier am besten. Ah, erneut versuchen. Ah, das kann dauern, Leute. Danke. Gut, den ersten hast du. Weiter so. Lauf, lauf, lauf. Wie soll man da hochkommen? Wie soll man da hochkommen? Wie soll man da hochkommen? Das verstehe ich nicht. Ah, so. Okay, den. Nein, ja, ich habe ihn erwischt. Lauf, lauf, lauf. Einen noch. Hol ihn dir, hol ihn dir. Ja! Danke, Faye. Bald habe ich die gesamte Stadt abgedeckt. Stell dir das nur mal vor. Unbegrenzter Zugang. Unbegrenzte Leistung. Ich denke darüber nach, den kompletten Metagrid in den Beat einzuklinken. Ja, könnte was werden. Was haben wir denn da? Gridnote. Na, wenn wir schon mal hier sind, Leute. Warum nicht? Also wie gesagt, ich bin echt der Überzeugung, dass die wir da gefangen haben, dass das die, Dings hier ist. Unsere Schwester. So, wie kommt man da hin? Hier runter? Boah, das ist so ein Durcheinander hier auf der Baustelle. Da. Wo schickt er mich denn hin? Ah. Kruger. Aber Kruger ist doch nicht unser Vater, oder? Der hat die dann bestimmt nur adoptiert, glaube ich. Also würde ich jetzt sagen. Hoch da. Ich glaube, da, wo wir jetzt hingehen, das ist wieder so ein Jump-and-Run-Ding, ne? Ich meine schon. Oh, und bei Nacht, Mann. Ich will bei Nacht unbedingt mal auf dem Hochhaus. Ja, genau. Gridnote. Hacke die Gridnote CCU. Ja, das hatten wir schon mal. Machen wir. Die haben ja eigentlich immer ganz gut geklappt bis jetzt. So, da sind wir. Komm, das schaffen wir. So nicht. Ei, 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 ei. Die werden immer schwieriger, die Dinger. Aber Face, du schaffst das schon. Bin da guter Dinge. Yep. Okay.
Okay, cool. Ist neu. Nehme ich einfach mal so hin und die Dinger bewegen sich, ne? Was ist denn das? Na, dann ziehen wir den raus. Dauerhaft? Wahrscheinlich nicht dauerhaft. Ich beeile mich mal eben. Nein, Face. Ach, fuck. Ich hätte da so ein Q-Run machen müssen, ne? The Q-Run. The Q-Run, run and the Q-Run, run. Nein, jetzt ist er weg. Der fährt ja ein. Okay, dann müssen wir warten, bis er rauskommt. Jetzt fährt er rein. Komm raus, jetzt kommt er raus. Und jetzt schnell Face und hoch da. Sehr gut. So, dann hier, war jetzt vielleicht nicht so schlau. Nein! Nein! Nein, und da ist sie down. Alter, ist schon schwer geworden hier. Ist schon schwieriger geworden. Komm raus, zeig dich. Können wir hier hoch? Nee. Irgendwie müssen wir da ja hoch. Jawohl. Nein, und nicht. Oh, Face, das war zu weit. Mann, warum macht sie denn immer sowas? Dass sie mal übers Ziel hinausstößt. Oder schießt. Wo sind... Ah. Falsche Richtung. Von hier muss ich anfangen. Nein, Face, was machst du denn? Sie hopst da einfach nur rüber und das war's. So, genau. Na, geht doch, Face. Okay, wie soll ich denn da rüberkommen ohne... Ah, okay, verstehe. Jupp. Bloß keinen Alarm auslösen. Jetzt habe ich einen Frosch am Hals. Moment mal kurz. Einmal hüsteln. Komm raus. Und weiter geht's, Face. Oh, der ist schwer. Upp. Und weiter. Hoch da. Und hoch. Hoch, 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 hoch. Nein, Face hoch. Hoch. Geh doch hoch. Was macht sie denn? Na also. Meine Güte, Face. Okay, den da können wir rausziehen. Noch nicht von hier. Ah. Hier sollen wir lang. Okay. Nach außen. Und springen. Okay, da oben. Wow. Und weiter. Und weiter. Und wieder rein. Nein! Oh, knapp. Okay, von hier. Gehen wir darauf. Jetzt können wir den rausziehen. Was bringt denn uns der? Bringt uns überhaupt irgendwas? Ach, wahrscheinlich von hier. Komm raus. Jo, sehr gut, Face. Hoch. Vorsicht da. Nein! Rüber! Nein! Scheiße, ich habe Alarm ausgelöst. Ich habe Alarm ausgelöst. Was ist denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Wollen mich jetzt alle töten? Komm schnell weg hier. Aus Versehen Alarm ausgelöst. Das erste Mal. Und wieder raus hier. Oh, guck mal, ey. Scheiß Rohr hier. Was ist denn das?
soll das darstellen? Irgendwas tropft da. Ich weiß nicht, was da tropfen soll. Etwas merkwürdig. Ah, tada. Oh, die Röhre da. Was ist denn da? Verlasse den Gridnode. Ah, durch die Röhre. Sehr nice. Oh, wie cool. Wuhu. Und nach draußen. Yeah. Boah, es muss einen Bock machen. Abgeschlossen. Sehr gut. Alles klar, ihr Lieben. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bei Mirror's Edge Catalyst. Bis denn. Bye, bye.